Hallo, herzlich willkommen zu For the Week. Heute bekommst du eine Aufzeichnung. Ich bin live, leider nicht heute online, aber ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Heute gibt es ein Special For the Week. Ich bin weder in Sportklamotten, noch gibt es irgendwas Sportliches. Auch keine Mini-Aktivpause, wobei du kannst das, was wir heute machen, auf jeden Fall für die Aktivpause nutzen. Und barfuß bin ich auch nicht, also heute stehe ich in meiner Küche und ich habe dir was mitgebracht. Hier sind verschiedene kleine leckere Zutaten und damit möchte ich dir einen Summer Smoothie vorbereiten und machen. Was hat es mit diesem Summer Smoothie auf sich? Ja, der soll den Tiger in dir beruhigen. Und was ist jetzt bitte schön der Tiger in mir? Ja, das möchte ich dir kurz erklären. Der Tiger ist entstanden in meinen SmartFit-Life-Typen. Als ich noch vor wenigen Monaten mit AGB Health and Fitness unterwegs war, haben sich diese Typen entwickelt. Denn in der Bearbeitung von verschiedenen Themen bin ich immer wieder über verschiedene Themenbereiche gestolpert. Das nennt sich Humoralpathologie. Ich bin ja Heilpraktikerin und da gibt es, vielleicht ist es dir schon mal begegnet, auch Typenbezeichnungen und Beschreibungen. Und man kann diese Typen unterschiedlich behandeln und auch auf sie eingehen. Ja, und weil ich den Melancholiker, den Choleriker und den Phlegmatiker nicht als so wunderbar schöne Bezeichnung empfunden habe, habe ich einfach daraus Tiernamen entwickelt und ja, da gehört der Tiger mit dazu. Der Tiger symbolisiert, damit du dir ein bisschen was vorstellen kannst, den Choleriker. Es ist aber nicht so, dass das wenn möglicherweise bei meinem Quiz, das ich für dich auch vorbereitet habe, ich bin neugierig geworden und habe ein Quiz entwickelt, um die eigenen Stärken, die einen ausmachen, herauszuarbeiten, um sich dessen besser bewusst zu werden. Aber später dazu mehr. Also der Tiger, der hat auf jeden Fall Feuer unterm Hintern. Und im Sommer ist das mit dem Feuer unterm Hintern manchmal ein bisschen zu viel Feuer. Tja. Und deswegen gibt es Nahrungsmittel, die der Tiger-Typ tatsächlich sehr, sehr gut verträgt, weil sie kühlend wirken und weil sie gleichzeitig auch ein wenig befeuchten. Das hat damit zu tun, dass wenn wir in die Naturheilkunde reingucken, der Tiger eine sehr, sehr trockene und heiße Haut zum Beispiel hat. Er hat ein trockenes und heißes Temperament. Eine trockene und heiße oder warme Haut ist natürlich im Sommer manchmal grenzwertig, denn es tut schon gut, wenn man ein bisschen abkühlt und sich ein wenig befeuchtet. Und mit den vier wunderbaren Lebensmitteln, mit diesen tollen Zutaten, die ich dir heute hier mitgebracht habe, kannst du einen Summer Smoothie machen, der dich so richtig runterfährt und den Tiger in dir beruhigt. Die Wassermelone ist super. Die Wassermelone hat nämlich diesen kühlenden und gleichzeitig befeuchtenden Charakter. Also kommt in den Summer Smoothie natürlich ganz, ganz viel von dieser wunderschönen Melone. Ich habe sie frisch aufgeschnitten und sie kommt tatsächlich auch noch aus dem Kühlschrank, also ist es noch schöner. So, ich gucke mal, wir sind viele Menschen und ich habe einige Tigertypen bei mir. Also, rup, kommt da ein bisschen mehr rein. Alle Beerensorten haben ebenfalls einen kühlenden Charakter. In dem Fall ist das jetzt hier die Himbeere und hier die Heidelbeere. Mir gefällt ganz besonders der Tiefkühlcharakter von Himbeeren, denn wer schon mal unterwegs war und selbst im Bioladen frische Himbeeren gekauft hat, der muss sie relativ schnell verarbeiten, sonst werden die Dinger leider schimmelig. Wenn ich sie im Garten habe, wunderbar, dann da bedienen, aber gerade auch so, wenn ich keine habe, so wie ich, weil sie bei mir irgendwie nicht wachsen, dann bediene ich mich gerne der Tiefkühlhimbeeren, weil die sind erstens dann auch nochmal kalt und zweitens auch dann auf jeden Fall frisch. Da kommt auch nochmal was Schönes rein hier. Macht das Ganze ein bisschen säuerlich und säuerlich ist sehr, sehr gut, weil es auch damit kühlend wirkt. Heidelbeeren, man könnte aber auch zum Beispiel Johannisbeeren nehmen. Ich habe noch ganz, ganz viele schwarze Johannisbeeren in meiner Tiefkühltruhe vom letzten Jahr. Die hätte ich auch leicht nehmen können. Die waren schon offen, die Heidelbeeren, die hat meine Tochter aufgemacht. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen was von denen genommen. So, also von Beeren, oh, jetzt bin ich rot, geht auch alles wunderbar. Das Lieblingsobst meiner Töchter ist im Moment die Erdbeere. Und deswegen kommt da natürlich auch
was Erdbeeriges rein. Das gibt nämlich dem Ganzen einen süßen Charakter. So, und jetzt habe ich ein paar Erdbeeren von ihrem Stängel befreit. Aber ich habe einen ziemlich coolen Mixer, einen Thermomix. Nein, das ist kein Thermomix, den habe ich auch zu Hause, aber das ist ein Vitamix. Wenn ich so einen zu Hause habe, kann ich auch mal das Grün mit reinmachen. Hat auch noch einen kühlenden Effekt. Wenn nicht, dann nehme ich halt einfach die ohne Stängel. So, und weil ich ein paar von diesen kleinen Wiesen habe, die hier sich gleich freuen, wenn es einen Smoothie gibt, mache ich da ein bisschen mehr rein. So, gut. Jetzt ist also drin 4 Zutaten. Melone, Himbeere, Heidelbeere, Erdbeere. Damit das Ganze noch so einen eigenen Geschmack bekommt und ich es gleich auch noch schön verzieren kann, gebe ich Minze oder, wenn ich möchte, Zitronenmelisse. Und jetzt in der anderen Reihenfolge Zitronenmelisse und oder Minze hinein. Minze hat ja auch einen sehr, sehr kühlenden Effekt. Wenn ich dazu also nochmal so ein bisschen was reingebe von diesen 2 unterschiedlichen Stängeln, habe ich einen sehr, sehr leckeren Smoothie mit zusätzlicher Wirkung durch die Minze erreicht. Und die Zitronenmelisse, die lasse ich mir da zur Dekoration. So, und jetzt fehlt mir mein Wasser. Ich kann das Ganze jetzt nämlich mit Wasser einfach nur befüllen, so dass die Beeren gut bedeckt sind. Dann kommt das auf den Mixer und dann geht das los. Ich kann aber auch, und das empfehle ich sehr, weil es sehr lecker ist und auch noch zusätzlich Elektrolyte hat, das Kokoswasser nehmen. Wer schon mal versucht hat, so eine frische Kokosnuss hier aufzumachen, eine frische grüne Kokosnuss, weiß, wie lecker und energiereich und frisch, erfrischend das Kokoswasser sein kann. Wir können das inzwischen auch kaufen im Bioladen. Ich habe immer so einen kleinen Vorrat an Kokoswasser zu Hause und ich kann dir sagen, das lohnt sich auf alle Fälle. Und jetzt hat sich's versteckt. Wo ist es denn? Kokoswasser. Tja, und da habe ich es gefunden. Es hat den Weg nicht ganz in die Küche geschafft, aber jetzt ist es da. Das ist jetzt von Alnatura. Was mir daran gar nicht gefällt, ist im Moment, dass es die nur in kleinen Verpackungen gibt, so in 33 oder 330 Millilitern. Es gibt wohl die ein oder andere Firma, die schon in 1 Liter Verpackungen anbietet. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr ätzend, weil ich natürlich damit sehr, sehr viel Müll produziere. So, also ich bin auf der Suche und lasse dich, sobald ich weiß, wo es wirklich auch größere Mengen Kokoswasser in einem Behälter gibt, lasse ich es dich wissen. Ich mache jetzt also das gekühlte Kokoswasser hier rein. Okay, jetzt ist es einigermaßen gut bedeckt. Ich zeige das mal von vorne. Ja, so, das müsste eigentlich reichen. Wenn ich jetzt feststelle, während des Mixens, oh, das reicht mir noch nicht ganz, das wird relativ sämig, dann kann ich entweder entscheiden, oh, das ist kein Smoothie zum Trinken, sondern ein Smoothie zum Löffeln, auch lecker. Oder ich mache einfach noch mal ein bisschen mehr Wasser drauf. Und jetzt kommt der schöne Part, den macht ihr nämlich ganz ohne mich. Einmal eingestellt, angemacht und das Ding geht relativ laut, also ich gehe einen Schritt weg und los geht's. Ah, sehr schön. Also das dauert, ich glaube, halbe Minute, wenn, dann eine. Oh, und die Minze, also wenn man jetzt den Duft von dieser Minze in diesem Smoothie also wahrnehmen könnte, unglaublich. Die Erdbeere kommt auch total raus. Ja, und dann schütte ich mir das in das wunderbare Glas hier. Schwupps. Das ist eine tolle Konsistenz. Ich könnte also tatsächlich weniger nehmen, um es zum Löffeln zu haben. Dekoriere das mit einer schönen Zitronenmelisse. Meine Kinder kriegen auf jeden Fall noch einen Strohhalm rein und dann Prost. Beruhige den Tiger in dir. Ich sag dir, das lohnt sich auf jeden Fall und ich probiere einfach mal, damit es auch, damit hier keiner plötzlich denkt, ich vergifte hier jemanden. Also ist, glaube ich, lecker. Oh mein Gott, das wird mein absolutes Lieblingsgetränk für die heißen Tage im Jahr. Und die kommen ja jetzt erst. Also, was wir brauchen? Melone, Beeren in 3 oder sogar 4 verschiedenen Sorten. Schöne Beeren, die erstens ein bisschen süßen, weil wir haben ja sonst nichts drin, außer das, was wir hier haben. Und ein bisschen Kokoswasser oder eisgekühltes Wasser. Manchmal, wenn man es noch ein bisschen kälter mag, kann man auch ein bisschen Eiswürfel reinmachen. Das mag mein Magen nicht so, deswegen lasse ich das lieber sein.
Aber mit den gekühlten Zutaten ist das ein Top-Sommer-Smoothie. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!